Erstmal herzlich willkommen für alle, die heute Vormittag Zeit gefunden haben, an unserer Live-Session teilzunehmen. Es wird um den Wissenstransfer in der Organisation gehen, am Beispiel von ein paar praktischen Umsetzungen. Ich habe Beispiele zu den drei Punkten ausgewählt, die ich selber schon entweder konsequent in meinem Unternehmen umgesetzt habe oder bei Kunden und Partnern dann teilweise umgesetzt habe, mit den Begründungen auch dazu, warum ich mich genau für den Weg dort entschieden habe oder wir uns genau für den Weg dort entschieden haben. Die ersten 20 Minuten will ich damit so einen Input geben, und da es aber nur eine Variante ist, hoffe ich, dass aus dem Teilnehmerkreis hier noch einige dabei sind, die ebenfalls spannende Erfahrungen haben, die sie dann mit den anderen teilen können. Gut, aber jetzt will ich damit anfangen. Was heißt Wissen im Unternehmen weitergeben? Das ist natürlich ein sehr komplexes Feld, weshalb ich am Anfang ja mich auch auf diese drei Themen eingeschränkt habe. Also das erste ein Beispiel zu nehmen, wie man das Erfahrungswissen ausscheidender Mitarbeiter erhalten kann, wie man das Projektwissen in der Organisation weitergeben kann und vor allen Dingen, wie man die Mitarbeiter dazu bekommt, ihr Wissen für mögliche Verbesserungen zu erschließen, für diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das sind die Kernthemen, weil wenn man sich das anschaut, diese Grafik stammt ungefähr aus 2002, glaube ich, wo wir im Projekt Lernen im Prozess der Arbeit damals mitgemacht haben mit meinem kleinen, damals noch Startup-Unternehmen. Wir waren damals 5 Mitarbeiter, das kleinste Unternehmen, was daran teilnehmen konnte an dem Test. Und am Ende von dem Projekt, oder nicht nur von dem Projekt, sondern von dem Prozess, den ich jetzt erzähle, waren wir über 30 Mitarbeiter gewesen. Es gibt zwei grundlegende, etwas abgewandelte Bereiche vom Wissenstransfer. Das eine ist, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen, das ist der Kasten der Einarbeitung, den wir hier sehen. Und es gibt natürlich dann die tägliche Arbeit, wo Wissen entsteht in dem täglichen Arbeitsprozess. Bei der Einarbeitung ist es ja so, man macht sich ja Gedanken, sollte sich Gedanken machen, wenn neue Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Das ist ja heutzutage, bezeichnen wir es häufig als Onboarding, und sagt, okay, wie soll die Einarbeitung passieren? Also in welche Abteilung können sie, wer beantwortet Fragen, was müssen als Einarbeitung, als Schulung stattfinden, welche Materialien stehen zur Verfügung und wie kann ich einschätzen, wie der Einarbeitungsprozess verlaufen ist. Das ist also das Typische von der Einarbeitung, in der Hoffnung, dass der Mitarbeiter dann am Ende von dem Prozess optimal für seine Tätigkeit im Unternehmen oder Organisation vorbereitet ist. Was die wesentlich längere Phase ist, aber nicht weniger spannend, ist das gesamte Lernen, Weiterbildung, Erfahrungsaufbau der Mitarbeiter im Unternehmen. Und das geschieht vor allen Dingen durch die Arbeit in den eigenen Teams, durch die Zusammenarbeit mit Experteninformationen, die man bekommt, aber auch dadurch, dass man durchaus Fehlern lernt, oder dass man auch vor Herausforderungen gestellt wird, dass man eigene Verantwortlichkeiten bekommt und sich da Gedanken machen muss, wie gehe ich da vor, was mache ich dort? Und das entwickelt auch ganz viel das Wissen von Mitarbeitern und natürlich alle externen Quellen. Ich habe dafür mal als Beispiel das WWW genommen. Und das Ganze ist alles, was Wissen im Unternehmen entsteht. In heutiger Zeit sagt man, okay, mit der Digitalisierung, neuen Medien ist natürlich auch das Ziel, dass möglichst viel von dem Wissen in so einem elektronischen Wissenspool in irgendeiner Form gespeichert ist, dass es dann für Mitarbeiter selber in der Arbeit oder für andere Mitarbeiter zur Verfügung steht. Das sind also die Hauptprozesse. Wo passiert hauptsächlich Wissenstransfer im Unternehmen? Das ist erstmal zwischen den Personen. In Paaren ist es auch der ausscheidende Mitarbeiter, gibt das Wissen an einem oder mehrere andere Mitarbeiter weiter. Viel Wissen entsteht in Projekten, Projekterfahrungen aus den Fehlern, aus den Debriefen, auch was gut gelaufen ist, warum ich was gemacht habe, wie ich es gemacht habe und so weiter. Man kann einen großen Teil vom Wissensmanagement an die Unternehmensprozesse anhängen, an die bestimmten Prozessschritte. Das hat so gewisse Vor- und Nachteile. Das soll aber heute nicht Kern des heutigen Themas sein. Man hat die Entwicklung in Teams, wobei jetzt natürlich Projekte haben natürlich auch Projektteams, aber Teams ist jetzt mehr in Richtung Organigramm gedacht, als die Leute, mit denen ich in meiner Abteilung, in meinem Bereich zusammenarbeite. In Projekten ist es ja häufiger übergreifende Tätigkeiten. Und dann hat man natürlich das Wissen, das organisationale Wissen, die in Organisation verankert ist und was weniger direkt an einzelnen Personen hängt, das soll heute auch nicht das Thema sein, das stellt die Pyramide dar.
Was wir vorhin gesagt haben, ist, dass für in heutiger Zeit der Digitalisierung spricht man natürlich häufig so von den typischen Begriffen Wissenspool, Wissensdatenbank, ob das nun ein Wiki ist oder was anderes oder Wissensspeicher, es kann Infosystem, Datendrehscheibe, Knowledge Base heißen, ist eigentlich völlig egal, wie das Ding heißt. Das Ziel und der Versuch ist eigentlich, eine Lösung zu finden, wo alle Mitarbeiter, Partner und Kunden, potenzielle Kunden, also auch die Interessenten, jederzeit an jedem Ort gezielt und in ihrer Sprache mit sämtlichen Informationen versorgt werden, die sie gerade benötigen. Das hat in der Realität richtige, also schwierige Herausforderungen. Das ist nämlich die Informationen, die sie benötigen. Das sind nämlich nicht alle, sondern nur eine ganz gezielte Auswahl von Informationen. Und ich muss sie an jedem Ort und möglichst in ihrer Sprache bei internationalen Unternehmen erreichen, was rein technologisch etliche Herausforderungen hat. Das ist mal in diesem Bild hier dargestellt. Und dieser rechte Kasten beschreibt auch, welche Herausforderungen ich habe. Es geht also nicht um reine Texte, sondern in heutiger Zeit natürlich auch um sowas wie Podcasts, Videos, andere Medienobjekte, Verweise ins Netz und die Verbindung mit anderen Wissenssystemen, wie meinetwegen Terminplanung, Kontaktplanung und so weiter, Produktionsdaten und Ähnlichem. Das soll hier mal angedeutet werden. So, und wie das aufgebaut ist, es kann natürlich im Unternehmen, es könnte theoretisch ein System sein, es können hunderte sein, aber für den Mitarbeiter muss es halt quasi diese Anforderungen abbilden. Ich kriege die Informationen, die ich brauche und so, und wenn ich sie brauche, an dem Ort, wo ich sie brauche und in meiner Sprache. So. Das soll das Letzte zu dem IT-Anwendung gewesen sein. Jetzt geht es wirklich um den Wissenstransfer in der Organisation, die Themen, die wir heute angehen wollen. Das Erste ist der Erfahrungswissen ausscheidender Mitarbeiter, zum Beispiel Ruhestand kann sein, es kann aber auch sein, jemand verlässt das Unternehmen. Da würde ich auf zwei Sachen eingehen. Das ist eine Mindmap, wo ich die verschiedenen Themen finde, die von bestimmten Mitarbeitern interessant ist, übertragen zu werden oder erhalten zu werden. Und als Zweites mal die Interviewmethode, eine Interviewmethode vorstellen, wie ich es bei mir im Unternehmen eingesetzt habe und bei Kunden eingesetzt habe und auch wieso. Das zweite Thema soll die Weitergabe von Projektwissen sein. Das ist also, wenn ein Projekt heißt für mich alles, was eine Gruppe von Leuten, im Ernstfall sogar eine Einzelperson im Unternehmen, jetzt neu entwickelt hat oder durchgeführt hat an Projekten. Und was ist dort an Erfahrung entstanden? Warum habe ich die Lösung so gebaut, wie sie gebaut worden ist? Was würde ich wieder so machen? Was würde ich nicht wieder so machen? Da gehören die Themen Debriefing genauso mit rein wie ein ganz normales Lessons Learned aus dem Projekt. Als Letztes stelle ich hier nochmal die Ereigniskurve vor, weil ich das als sinnvolles Tool halte. Das habe ich mal von der Christine Erlach übernommen, um in Großprojekten wichtige Punkte aus Projekten rauszufinden, wenn man sie im Nachhinein bewerten, einschätzen muss, daraus lernen muss. Das letzte Thema ist etwas abweichend zu den Themen davor. Wenn es nämlich darum geht, das Wissen der Mitarbeiter für Verbesserungen zu erschließen, dann brauche ich mehr wirklich Eigeninitiative, also praktisch neue Ideen, die aus dem vorhandenen Wissen entstehen. Das heißt, eine richtige Bereitschaft, auch ein bisschen kreativ zu sein. Ich habe ja auch absichtlich das Thema Verbesserungen genommen, weil ich jetzt mit Teammethoden hier arbeite. Und das würde jetzt hier zu weit führen, auf den Unterschied zwischen Verbesserung und Innovation einzugehen, weil Innovation und gemeinschaftliche Teamarbeit sich teilweise ausschließen, aber es führt hier zu weit. Ich möchte den Erfahrungsweitergabe von einem Mitarbeiter an andere Mitarbeiter, zum Beispiel beim Ausscheiden oder Ruhestand, mit einer Mindmap beginnen, deren Vorlage ich von Gabriele übernommen habe, Gabriele Vollmer. Weil eins der großen Themen ist, ein Mitarbeiter geht, wir wissen, der ist ganz wichtig, der hat ganz wichtige Themen oder die hat ganz wichtige Themen, die übergeben werden sollten. Und welche Themen sind das denn? Welche Punkte müssten dabei betrachtet werden? Wie entwickle ich die Themen, weil ich es ja nicht sofort weiß? Und da ist es sinnvoll, mit einem Template zu beginnen, mit einer Vorlage dafür. Und diese Mindmap von Gabriele gibt, glaube ich, mal für relativ viele Organisationen einen guten Ausgangspunkt, einen guten Keimpunkt da. Das sieht man hier, das heißt, die Wissenslandschaft der Person besteht aus ihren Tätigkeiten, die sie gemacht hat, oder ausführt, aus dem Netzwerk, in der Person tätig ist,
Jede Person hat eine eigene Arbeitsorganisation, wo Meetings und Ablage eine Rolle spielen. Ablage kann sein, er hat eine gewisse Ablage in Papier, eine in elektronisch. Und in vielen Unternehmen ist die noch ziemlich individuell für unterschiedliche Mitarbeiter, sodass es Sinn macht, das zu erhalten. Und ein anderes Thema könnte sein, die Projekte, in denen die Person mitgearbeitet hat. Für jede Organisation alles kann es noch weitere Punkte geben, aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Startpunkt. Ebenfalls, wenn man jetzt betrachtet, was so eine Grundstruktur wäre für das Wissen, was für eine bestimmte Tätigkeit weitergegeben werden könnte. Also was ist wichtig zu wissen zu dieser Tätigkeit, was sind die Prozesse, die Aufgaben da drin, was sind die Ansprechpartner intern, extern, welche Dokumente gibt es oder Wissensquellen, was sehe ich selber als Erfolgsfaktoren für diese Tätigkeiten, was als Stolpersteine. Das passt also als Template ganz gut, um mir weitere Tätigkeiten zu ergänzen. In dem ersten Gespräch, wenn man sagt, man macht die Weitergabe, macht es natürlich Sinn, vielleicht im Team, vielleicht mit Moderator, mit Vorgesetzten und so, eine allererste Ausgangsbasis für diese Karte zu erstellen. Aber sowas wächst natürlich in dem Prozess immer langsam weiter. Das heißt, wie machen wir das? Ältere Mitarbeiter werden selten einen Mindmanager bedienen, um das jetzt hier selber einzufügen. Wenn man das Ganze aber ausdruckt, hinter den Arbeitsplatz dessen aushängt zum Beispiel, der das Wissen weitergeben soll, kann er mit Papier und mit Bleistift oder Stift da drauf Dinge ergänzen, die ihm noch einfallen. Und derjenige, der das Wissen übernehmen soll, vielleicht ein jüngerer Mitarbeiter, der mehr mit Technik umgehen kann, oder derjenige, der den Prozess begleitet, kann dann in regelmäßigen Abständen die Mindmap entsprechend ergänzen und dann die neue Version wieder hinhängen. So ist man erstmal das Problem los, dass jemand diese Mindmap oder diesen Mindmanager selber bedienen können muss für die letzten 3 Wochen, die er noch im Unternehmen ist. Das macht da wenig Sinn. Deswegen kann man das mit dem Ausdruck machen. Und dieses Vorgehen finde ich ganz sinnvoll. Die Mindmap finde ich total klasse zum Beginn. Und in jedem Unternehmen muss sie natürlich passend angepasst werden. Und es kann entweder sein, dass man eine so eine Vorlage für das ganze Unternehmen hat, oder die Bereiche passen sich ein bisschen an, oder sogar eine Abteilung oder ein Team passt sich das für dich an, dass es besser passt. Und dann kann man mit so einer Mindmap starten und dort diesen Erfahrungstransfer aufbauen. Das geht eigentlich nur darum, dass man dann sagt, okay, das Wissen von dieser Tätigkeit 1 zum Beispiel soll als erster Schritt übertragen werden. Was muss ich dabei beachten? Und wenn das stattgefunden hat, mache ich einen Haken dran. Und für jeden Wissenstransfer von diesen Knotenpunkten kann ich mir jetzt auch andere Methoden überlegen, die dafür vielleicht sinnvoll sind und die diese beiden oder das Team, was das eben bei einem Wissenstransfer macht, einnehmen. Das heißt, es muss nicht immer den Vorgänger, den ausscheidenden Nachfolger geben. Das ist häufig sowieso nicht der Fall, weil ganz wenige Unternehmen und Organisationen eine Überschneidung haben, dass praktisch 2 Leute zur selben Zeit bezahlt werden. Das heißt, eventuell überträgt er sein Wissen auch Mitarbeitern aus seinem Team und dann wird es für die Einarbeitung vom neuen Mitarbeiter verwendet, wenn einer eingestellt wird oder eine Mitarbeiterin entsprechend. So, das wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen, weil ich das als ganz gutes Tool für die Planung von diesem persönlichen Wissenstransfer finde. Der zweite die wichtige Methode, die ich reinbringen möchte, ist eine Interviewmethode, die relativ einfach ist, basiert auf einer narrativen Art, also des Storytellings, ist für die Nachfolgevorbereitung, Generationenübergang und Arbeitsplatzrotation geeignet, noch für ein paar andere Sachen, aber für die ersten 2 Punkte wollen wir es im Zusammenhang hier betrachten. Die Methode selber ist recht einfach. Ich habe meinen Know-how-Träger, der ist hier mal dargestellt mit dem Bild von Einstein. Und ich habe einen Interviewer. Der Interviewer ist typischerweise der, der das Wissen übernehmen soll, der praktisch die fachliche Kompetenz hat, den Experten zu verstehen, weil er ja dessen Arbeitsaufgabe in Zukunft durchführen soll. Und dieser Interviewer führt das Interview zu einem Thema mit dem Experten, zeichnet das Ganze als MP3. Datei auf. Das Interview wird also aufgenommen. Derjenige, der das Interview geführt hat, der macht jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung, vielleicht eine Viertelseite Text, halbe Seite Text, die also in Wiki passt oder in jedes System, was man hat, stellt diese MP3-Datei mit der Zusammenfassung in dieses Wissenssystem ein, was wieder Wiki oder alles Mögliche sein kann, und verschlagwortet das dort oder passt das in die Klassifizierung rein, sodass das Wissen dann auch gefunden werden wird. So, das heißt, dieses Wissen der Weitergabe hat er nicht bloß bei dem Interview gelernt, sondern es wird gleich als MP3 erhalten und zukünftige Mitarbeiter, die unternehmen können, kommen,
die können das dann bei der nächsten Zugfahrt sich als Podcast zur Einarbeitung mit anhören, zum Beispiel. Diese Interviewmethode hat eine bestimmte Charakteristik und das Stärkste dabei ist hier rot gekennzeichnet. Das ist, die Arbeit liegt beim Lernenden. Die Vorbereitung liegt beim Interviewer, also der das Interview führt. Wenn wir jetzt sagen, wir haben den richtigen Experten für dieses Wissen, dann braucht er, um dieses Wissen zu erzählen, darüber zu berichten, kaum eine Vorbereitung dazu. Man muss nichts aufschreiben, man muss nicht einen Buchstaben tippen dafür. Man muss sein Wissen nur mündlich mitteilen. Und das ist natürlich eine extrem geringe Hemmschwelle, vor allen Dingen bei ausscheidenden Mitarbeitern, die ihr Wissen nicht mehr unbedingt geheim halten wollen, sondern sich freuen, wenn von ihnen was bleibt. Das heißt, es hat eine hohe Akzeptanz, braucht eine minimale Technik. Das heißt, im Notfall kann ich mein Smartphone nehmen, um das aufzunehmen. Man kann auch ein Diktiergerät nehmen, um eine bisschen bessere Qualität zu erreichen. Und ich habe bei diesen wirklichen Experten einen minimalen Aufwand. Die Durchführung geht natürlich am besten, zum Beispiel hatte ich es in meinem Unternehmen gehabt, dass man dann so Kaffee-Kuchen-Termin hat, wo das stattfindet, wo sich die Leute treffen, drei Themen besprechen und sich dann noch etwas dazu unterhalten können. Was ein Problem dabei ist, es muss natürlich ein Thema sein, was ich wirklich gut erzählen kann. Es gibt Themen, da muss man Inhalte zeigen, demonstrieren, darstellen, die eignen sich natürlich nicht. Aber dort, wo ich mein Wissen, meine Erfahrung erzählen kann, ist es total klasse. Und ich muss mich natürlich auf das Thema konzentrieren. Das heißt, das ist eine der wichtigsten Aufgaben für den Interviewer und auch für die Auswahl der Themen. Der Interviewer muss aufpassen, dass genau bei diesem Thema geblieben wird und ich tatsächlich die Erfahrung dafür in so ungefähr, ich sag mal, 5 bis 15 Minuten sprechen kann. Alles, was länger ist, wird langweilig. Ne? Da hört keiner mehr richtig zu und konzentriert sich nicht mehr drauf. Dann sind andere Methoden besser. Und es ist natürlich bei Experten häufig so, dass sie versuchen wollen, abzuschweifen, also vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Und da ist es Sache von dem Interviewer zu sagen, hey, wir sprechen jetzt zu dem Thema, ich mache mir hier mal einen Stichpunkt, dann machen wir ein eigenes Interview dafür. Das hängt auch damit zusammen, dass wenn ich das dann in einer Wissensdatenbank wie in so einem Wiki hinterlege mit dem MP3, dann will ich ja zielgerichtet zu bestimmten Themen Leute einarbeiten können. Und dazu ist es natürlich gut, wenn das so die Themen so kompakt wie möglich, also Wissensbausteine, Wissensnuggets zur Verfügung stehen. Und deswegen behält man solche ausschweifenden Interviews nicht richtig weiter. Und das ist auch eins der Sachen, wo ich die meisten, sage ich mal, dieser Interviews vielleicht zu 20-30% werfen muss, weil es doch dieses Abschweifen reingekommen ist. So. Herausforderungen habe ich auf der rechten Seite geschrieben, wie die Qualitätssicherung. Es gibt doch so Interviewleitfaden dazu. Und was eine der Stärken ist, das kann jeder sich bei MP3s gut vorstellen, ist eine relativ kleine Datenmenge. Ich kann das im Auto hören, ich kann das beim Zugfahren hören, ich kann das auch bei anderen Gelegenheiten mir anhören, um mich einzuarbeiten. Und ich kriege natürlich im Gegensatz zu Text die Betonung der Leute mit. Was wiederholt jemand 3-4 Mal mit der entsprechenden Begeisterung? Oder was ist ein Ende von einem Satz, weil ich einfach einen Satz brauchte und der eigentlich thematisch nicht ganz so wichtig? Das ist ein implizites Wissen, was in geschriebenen Text verloren geht. Mal ganz abgesehen davon, dass jeder mal versuchen kann, das, was er in 10 Minuten erzählt, auf Papier zu bringen, aufzuschreiben. Und sich vorstellt, was für ein Horror man auch dafür vorhätte, im Gegensatz zu dem Erzählen. Das stellt eigentlich die Stärke der Methode dar. Wie kann man jetzt die Themen klassifizieren? Das könnte fürs Intranet interessant sein, aber auch, wie man die Aufgabe verteilt. Wir haben jetzt den Expertenbezug, das Wissen von einem Experten. Aber man kann jetzt diese einzelnen kleinen Bausteine, diese MP3-Schnipsel, praktisch eine Abteilung im Team zuordnen, man kann es Projekten zuordnen, man kann es Themen zuordnen und so weiter, nur Wissenstief und so weiter. Man kann es also relativ gut auch strukturiert im Intranet als Bausteine ablegen. Man kann diese Methode dezentral pro Abteilung machen, also auch bei Erfahrung lernen aus Projekten, also nicht bloß bei der Weitergabe von einem Mitarbeiter auf des Wissens von einem Mitarbeiter auf den anderen. Was man machen muss, ist eben die Eignungsprüfung, passt es, um 15 Minuten darüber zu erzählen. Haben wir den richtigen Experten dazu, also weiß die Person tatsächlich was zu dem Thema. Bei der Erfahrungsweitergabe sollte das im Vorfeld geklärt werden. Und haben wir einen geeigneten Interviewer dafür, also zum Beispiel einen, der den verstehen kann und der natürlich auch die klare Themenabgrenzung des Einzelthemas einhält und mit
mit beachtet. So. Die Stärke ist jetzt eben, wie man sieht, nur zu Themen, die man erklären kann. Das heißt auch, in dieser Mindmap von Gabriele von vorhin passt das jetzt nur für die Themen, die erzählbar sind. Dort aber wunderbar, weil der Experte kaum eine Hemmschwelle dazu hat und man die wunderbar weitergeben kann in seinem Intranet. Also das war bei uns im Unternehmen generell umgesetzt, aber wir wesentlich stärker darum gehen, nicht für ausscheidende Mitarbeiter, sondern wir hatten ja den Wachstum von den 5 auf 30, um das Wissen zu sammeln für Leute, für die neue Einarbeitung, für das Onboarding. Also den Ausscheidungsprozess hat man weniger, aber ich hatte es auch schon bei etlichen Kunden jetzt im Projekt der ausscheidenden Mitarbeiter eingesetzt. Hier ist das Ganze mal prozessorientiert dargestellt. Auf die Folie will ich noch nicht weiter eingehen. Jetzt wollte ich nämlich zum zweiten großen Thema kommen, was ein bisschen Überschneidung hat, da man ja manche Methoden sowohl für die Weitergabe von ausscheidenden Experten einsetzen kann, als auch für das Projekt Debriefing. Gut. Auf die Fragen sehe ich gerade, die im Chat kommen, gehe ich jetzt im Nachhinein gleich nochmal ein, wenn ich hier durch bin und dann gebündelt noch die anderen Fragen bekommen und Mikrofone freistellen wollte, weil ich gerade von Andreas jetzt die eine Frage im Chat entdeckt habe. Das heißt also jetzt die Methode, die ich beim Projektwissen vorstelle, die kann ich natürlich auch bei ausscheidenden Mitarbeitern reinnehmen, aber während bei Projekten meist im Team die Erfahrungen größer sind, sodass ich also dir das mehr zeigen muss, habe ich bei der Erfahrungsweitergabe von Personen auch häufig dieses Erklären. Deswegen habe ich die beiden Methoden so getrennt. Eine der stärksten Sachen, die wir eingesetzt haben, ist die Methode der Mitarbeiterworkshops. Das heißt, es war generell die Festlegung im Unternehmen, dass keine Entwicklung, keine Funktion, kein Produkt, kein Projekt beendet ist oder abgeschlossen ist, wenn nicht ein Mitarbeiterworkshop stattgefunden hat zuvor. Das gehörte also quasi zu dem Thema Abschluss der Dokumentation mit dazu. Und er hat dahinter verborgen, dass der Mitarbeiter oder das Team, die diese Entwicklung gemacht haben, die das Projekt durchgeführt haben, vor mindestens 2 anderen Mitarbeitern im Unternehmen einen Workshop halten mussten für ungefähr, konnten 30 Minuten machen, die Regel war 45 Minuten. Bei ganz komplexen Sachen konnten es auch 2x45 mit unterschiedlicher Tiefe sein. Dass man gesagt hat, die ersten 45 vielleicht für die Entwickler und die anderen 45 für Vertriebs- und Marketingmitarbeiter, damit die die neuen Ergebnisse entstehen oder das Projektergebnis verstehen können. Aber auf jeden Fall war es ein Workshop von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Also so wie man das kennt. Das heißt, man hat die Know-how-Träger, das Team oder der Mitarbeiter hat diesen Workshop vorbereitet, so wie er den gerne halten wollte, also entweder mit Präsentation, mit Beamer oder hat was mitgebracht zum Zeigen oder hat den Leuten das erklärt, hat den Mitarbeitern diesen Vortrag gehalten und der wurde komplett auf Video aufgezeichnet. Und nicht nur der Vortrag, sondern natürlich auch die Fragen, die diese Mitarbeiter gestellt haben. Diese 2 Teilnehmer war immer das Mindsetting, sollten 2 sein, die eventuell morgen, weil der den Vortrag hält, krank geworden ist, die Aufgabe, die Themen von dem übernehmen müssten und demzufolge das in dem Vortrag so verstehen sollten, dass sie morgen dieses Thema für ihn vertreten könnten. Und der Mitarbeiter selber soll das Thema so rüberbringen, dass ihn ab nächsten Tag die Teilnehmer dort vertreten können. Und so hat er sein Thema präsentiert und die Leute haben nachgefragt, so lange, bis sie es verstanden haben. Es war also auch die Zielgruppe, die dieses Wissen verstehen sollte zu diesem Bereich. Und das Ganze ist als Video 45 Minuten aufgezeichnet und dann passiert wieder das Gleiche. Ich mache einfach eine Kurzzusammenfassung dazu, die ich im Intranet, im Wiki einstellen kann. Und dann kann ich das Video entweder, früher war es wegen der Datenmenge eher in einer DVD-Sammlung im Unternehmen ablegen. Heutzutage kann man es auch auf einem Videoserver ablegen, wenn es intern im Intranet auf der Stelle, wo eben solche Videos abgelegt werden können, die sind also auch nicht mehr so riesig. Das Ergebnis ist also das mediale Video, was wieder im Wissenspool drin ist. Und am Anfang klingt das extrem schrecklich. Ne? Dafür Mitarbeiter sollen einen Workshop halten
und das wird auch noch auf Video aufgenommen. Natürlich gibt es da am Anfang Bedenken, aber wenn die jetzt merken, okay, jeder Mitarbeiter macht das, es ist ein normaler Ablauf und die ersten Videos werden nicht gerade von meinen Vertriebschefs gehalten, die toll präsentieren können oder den Marketing-Spezialisten bei mir, wo ich sage, so gut kriege ich das nie hin, sondern es macht ein Entwickler und der sagt, so gut wie, und die anderen Mitarbeiter sagen, so gut wie der kriege ich das auch hin, fällt die Hemmschwelle ganz, ganz schnell. Und vor allen Dingen, wenn sie merken, niemals wird so ein Video verwendet, um ihn daraus irgendwie einen Strick zu drehen, sie zu kritisieren oder sonst was an der Arbeit oder das gegen sie zu verwenden, sondern das wird generell positiv gesehen, dann haut das sehr schnell hin und ich kriege wirklich das Wissen weiter. Das nächste ist, muss man sich vorstellen, man hat ja dieses Projekt gerade beendet. Man musste sowieso eine Projektdokumentation machen, musste das vielleicht dem Kunden übergeben und so weiter. Man ist also in dem Thema drin. Wenn man jetzt für seine eigenen Kollegen nochmal erklärt und zeigt, was man gemacht hat, wie man das gemacht hat, warum man das gemacht hat, hält sich hervor, weil der Aufwand sich tatsächlich etwas in Grenzen, sodass es gar nicht so riesig ist. Und eine Dokumentation muss sowieso gemacht werden. Das heißt, insgesamt im Prozess entsteht gar nicht so viel Mehraufwand. Im Ernstfall, was weiß ich, nochmal 45 Minuten zu den 45 Minuten Vortrag und das dafür, dass die Projektergebnisse, die Hintergründe der Lösung wirklich erhalten geblieben sind und andere Mitarbeiter wissen, wie es geht und wir jetzt ein Medium als, am Ende als Ergebnis haben, was wir nutzen können, um neue Leute einzuarbeiten, selbst wenn die zwei, die daran teilgenommen haben, jetzt nicht verfügbar sein sollten oder die Aufgabe machen können. Ich habe mal hier die Charakteristik nochmal zusammengefügt, wie auch bei der Interviewmethode. Die Punkte will ich jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Um was es geht, der große Unterschied zur Interviewmethode ist, dass hier tatsächlich Arbeit beim Experten liegt, der das darstellen muss. Und jetzt kann man sagen, selbst bei vielen Themen lassen sich beide Methoden ergänzen. Die Interviewmethode ist die einfache mit der geringen Hemmschwelle. Die eignet sich für alles, was ich einfach erzählen kann. Und der Mitarbeiter-Workshop eignet sich für alles, was ich zeigen und erklären muss, wo also dieses Visuelle, das Haptische eventuell eine Rolle spielt. Und damit kann ich fast alle Themen in meinem Unternehmen abdecken, sowohl bei der Informationsweitergabe von einem Experten zum anderen, als auch beim Lernen aus Projekten, aus Prozessen, aus Neuentwicklungen, die ich im Unternehmen habe. Das heißt, diese beiden Methoden ergänzen sich ziemlich gut zusammen. Die weitere Folie will ich dann nicht tiefer drauf eingehen. Was jetzt häufig ein Problem ist, ist der letzte Punkt bei den Erfahrungsweitergaben hier in Projekten, ist, wenn ich ein größeres Projekt habe, wo viele Leute beteiligt sind, was längere Zeit gelaufen ist und ich habe bisher versäumt, komplettes Projektdebriefing zu machen und möchte jetzt wissen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, meistens in so einem Fall, wo was nicht so optimal gelaufen ist, dann ist ja die Frage, an welchen Punkten von diesem großen Projekt sind die Haupterfahrungen entstanden. Und um diese Punkte rauszufinden, eignet sich diese Methode von der Christine Erlach, von ihr habe ich das kennengelernt, mit den Ereigniskurven besonders gut. Das ist auf dieser Grafik hier drauf. Ich mache einfach ein Diagramm, dort schreibe ich meine Stimmung von -5, also total saumäßig, bis +5, total euphorisch auf, mache die Zeitachse für mein Projekt, habe den Anfangs- und Endpunkt von meinem Projekt. Und jeder von diesen Stakeholdern oder ein Vertreter von jeder Stakeholdergruppe schreibt mal seine Stimmungskurve mal da ein. Wann war er besonders positiv gestimmt, wann dachte er, das wird überhaupt nichts, ne, hatte schlechte Laune und so weiter und schreibt und malt diese Kurve für das Projekt auf. Dann stellt sich heraus, das kann auch jeder mal selber für eigene Projekte überprüfen, dass häufig solche Wendepunkte, Umkehrpunkte, welche sind, wo an dem Projekt was Entscheidendes passiert ist, entweder die Stimmung, wo die Stimmung total mies oder total positiv geworden ist. Und das sind Punkte, wo man genauer nachfragen kann, woher, wieso ist die Stimmung dort schlecht geworden, was ist dort passiert, wie waren die Rahmenbedingungen. Und so findet man relativ gut auch aus langfristigen Großprojekten so Keypunkte raus, wo die entscheidenden Dinge passiert sind, die man vielleicht, wo man Erfahrungen für andere Projekte mitnehmen möchte. Das ist nicht ganz hundertprozentig klar, weil manchmal gibt es auch in dem ruhigen Verlauf von Projekten ebenfalls wichtige Projekterfahrungen. Aber als Einstieg in Projekte, die man im Nachhinein analysiert, ist das eine tolle Methode und deswegen habe ich diese Ereigniskurve hier mal mit reingenommen. Ganz kurz, das gehe ich aber wirklich bloß relativ kurz ein, ist das Thema hier, wie kriege ich jetzt Mitarbeiter für Verbesserungen im Projekt erschlossen. Das heißt ja, die müssen selber kreativ denken, sich einbringen,
ziehe also hier und sich ja, und tatsächlich ein hohes Vertrauen zum Unternehmen haben. Und dazu eignen sich besonders so offene Methoden. Es gibt so der typischerweise diese Barcamps kann ich machen. Das ist so groß von Unternehmen, aber ich kann World Cafés machen. Open Spaces waren relativ bekannt. Und eine kleine Variante ist zum Beispiel ein Ideentreff, dass ich eine Gruppe von Leuten, so entweder über verschiedene Abteilungen hinweg oder aus einer Abteilung in verschiedenen Standorten, so regelmäßig zu Ideentreffs treffen, wo sich gegenseitig zu verschiedenen Themen austauschen und sagen, hey, wie sind eure Erfahrungen, was sind eure Ideen dafür, wie kann man bestimmte Probleme lösen, wie geht ihr das an und wie kann man bestimmte Prozesse und Abläufe verbessern. Das ist praktisch so eine Art World Café Atmosphäre, aber wo die Gruppe sich zu einem Thema mit Ideen austauscht und wo man aber die Kombination hat, Erfahrungsaustausch, Get Together. Man macht es also tatsächlich in der Durchführung vielleicht so, die Gruppe trifft sich regelmäßig mal, so was weiß ich, einmal im Vierteljahr, einmal im Monat dazu, um sich zu Themen auszutauschen, sich dabei immer zu vernetzen und man hat diesen Diskussionsteil und man hat dann dieses Social Get-Together im Unternehmen eher mit Kaffee und Kuchen als abends vielleicht beim Stammtisch, beim Bier. Aber diese Gesprächsrunden, so kann man sagen, diese Ideentreffs sind relativ gut, um Leute innovativ zu machen, Ideen rauszubringen, Verbesserungen rauszubekommen und vor allem das Unternehmenskultur so zu verbessern, dass Leute auch Ideen ranbringen oder sich mit anderen vernetzen und sagen, hey, findest du die gut, wollen wir die weiterverfolgen und so weiter. Das ist eine der Methoden, die relativ stark sind und die ich hier mit zusammengeführt habe. Was ich aus eigener Erfahrung mit reingenommen habe für die Ideenfindung, ist eine Brainstorming-Methode. Ich mache ja seit Jahren jetzt diese Lego Series D Workshops. Hier sind mal ein paar Bilder, die auch zeigen sollen, dass es völlig unabhängig von Altersgruppen ist, wo das funktioniert und wie man es durchführen kann. Und die haben eine besondere Stärke auch wieder in diesen, bei kreativen Prozessen. Heißt es, die Unternehmenskultur muss stimmen, das Vertrauen muss stimmen, die Leute müssen miteinander arbeiten können und wollen dafür. Das heißt, dort spielt immer die Kultur und die Methode eine große Rolle. Und um Ideen zu finden, sind natürlich solche Brainstorming-Methoden ganz sinnvoll. Und eines dafür ist eben die Lego Series D-Methode, die sich für Strategie-Workshops, für Ideen-Workshops, Problem-Workshops und sowas und auch Projekt-Kickoffs eignet. Und eben auch durch diese Ideen und Innovationsworkshop für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Das Spannende daran ist, dass ich dort Basteln und Denken verbinde und die Gruppenarbeit miteinander verbinde vom Ablauf und dadurch zu relativ spannenden Lösungen kommen. Das ist ein ganz längeres Thema. Ich würde auch Fragen dann dazu weiter beantworten. Das ist mal der grundlegende Ablauf. Die Stärke meiner Meinung nach ist diese wirkliche Teamarbeit, gemeinsam was zu basteln und zu tun. Und zwar auf eine wesentlich bessere Methode als bei dem jetzt in Mode gekommenen Design Thinking, das jedenfalls meiner Meinung nach. Und es animiert tatsächlich durch dieses Tun und Denken kreativere Lösungen zu finden. Das muss man aber selber ausprobieren, um das hinzubekommen. Und für mich ist eine absolute Stärke die Stufe 2 in diesem Ablauf. Das heißt, jeder in diesem Team, in dieser Gruppe, das funktioniert also optimal so ungefähr von 4 bis 10 Leuten, die Methode, dass jeder in der Gruppe eine eigene Lösung vorher finden muss und die Zeit hat, der anderen Gruppe die darzustellen. Und das ist was, woran ganz, ganz viele Brainstorming-Methoden meiner Meinung nach schwächeln und dadurch tatsächlich riesige Potenziale vergeben. Also das ist eine der zweite neben dem Tun und Denken, diese eigene Lösung, das, was ich als die Stärken der Methode ansehe. Aber jetzt soll es genug gewesen sein mit meinem Input. Mich würde jetzt tatsächlich die Fragen aus der Gruppe interessieren. Ihr könnt auch eure Mikrofone selber, glaube ich, freischalten. Wer es nicht kann, gibt einfach kurz Bescheid. Und ich würde erst mal schauen, was für Fragen jetzt hier sich im Chat eingefunden haben. Und darauf eingehen, würde aber bitten, dass die Fragen gestellt haben, sich dann immer mal live reinschalten und das vielleicht selber fragen und erklären können. Ich habe hier von Kala, wie findet man bestimmte Themen im MP3 wieder? Ist die Frage, es kann vielleicht lautschalten. Ich vermute es mal so, dass man natürlich ins MP3 nicht reinhören kann. Ich habe gesagt, derjenige, der das Interview geführt hat, macht eine Kurzzusammenfassung, Viertelseite. Und diesen Text
schreibt er in das Wiki mit rein, das Wissenssystem vom Unternehmen, und dort hängt das MP3 mit dran. Dann über die Verschlagwortung, Klassifizierung, durch die Struktur und durch die Volltextsuche dieses Thema finden, sehe in der Zusammenfassung, ob das zu meinem Thema passt, und dann kann ich mir den Experten im O-Ton mit allem impliziten Wissen anhören und mir die MP3s reinladen. Bei der Einarbeitung, so haben wir es bei uns im Unternehmen gemacht, gab es dann für die neuen Positionen so einen Einarbeitungsplan, und dort stand natürlich schon mit drin, welche MP3s zu welchen Themen sich angehört werden sollten. Die konnten sich die Leute einfach runterladen auf ihr Smartphone und dann mit anhören und auch mitnehmen, wenn beim Joggen oder irgendwas, und das dann abarbeiten. Also die textliche Zusammenfassung, die Klassifizierung hat geholfen, das richtige Thema zu finden im MP3. War das so, das Thema? Kalla hat kein Mikrofon, deswegen kann sie jetzt hier nicht antworten, oder hat kein Mikrofon, deswegen kann sie nicht antworten. Aber sie hat im Chat geschrieben und sich bedankt. Gut, soweit bin ich nämlich nicht runtergekommen, weil ich noch oben bin. Ja, deswegen habe ich jetzt mal schnell das Mikro öffnet. Danke für die Antwort. Ja, das ist schön, wenn jemand das mitverfolgt jetzt. Okay. So, Carsten an alle. Möchtest du noch was dazu erzählen, Carsten, von deiner Lösung? Wir arbeiten mit einem Wissensmoderator. Dann hat der Wissensaufnehmende den Kopf frei. Erklärst du das selber nochmal? Kurz erläuterst du es noch? Ja, wir haben das ausprobiert bei uns, bei der Polizei, dass wenn natürlich nur zwei da sitzen, derjenige, der das Wissen aufnehmen soll, immer das Problem des Mitdenkens und Mitnotierens hat. Natürlich wird das aufgezeichnet, aber manchmal hat man ja zwischendrin auch Fragen, die sich so entwickeln. Und ein Moderator, der das Ganze so ein bisschen lenkt und auch die Dokumentation mehr oder weniger übernimmt, der ergänzt das Ganze doch recht gut und steuert auch das Gespräch noch etwas klarer oftmals als der andere, der da versucht mitzudenken. Also die dritte Person, die dann praktisch den Ablauf sichert. Das ist einfach der Hintergrund dazu. Ja, genau. Also es gibt, das finde ich auch gut, und ich glaube, bei größeren Unternehmen macht das mit dem Moderator auch Sinn. Es waren vielleicht zwei Punkte. Ich habe es jetzt den Vortrag so gemacht, wie ich es damals im eigenen Unternehmen hatte. Und wir waren halt von 5 bis 30 Mitarbeiter, also klein. Das heißt, mal einen extra Moderator wollte man sich damals in diesen Prozessen nicht leisten. Das war der eine Punkt. Also ab einer bestimmten Größe macht das natürlich Sinn. Und das nächste war der Gedanke, dass der das Interview führt, ja der direkte Nachfolger ist. Und der Gedanke ist auch so, dass in diesem Interview der Experte erstmal frei berichten kann. Also das ist der narrative Punkt davon, was ihm zu dem Thema einfällt. Und der Interviewer also weniger einen Interviewleitfaden im Kopf hat, sondern die Aufgabe, ich muss den verstehen, ab morgen muss ich die Aufgabe selber tun. Er hört also zu, versucht das zu verstehen und stellt jetzt noch die Fragen, wo er das Gefühl hat, das fehlt ihm noch, um morgen die Aufgabe zu machen. Und das ist manchmal für einen neutralen Moderator gar nicht so einfach, das zu verstehen, weil er ja dann fachlich quasi auch ein potenzieller Nachfolger sein müsste. Den muss man dann erstmal finden. Das wäre also quasi ein Kollege von dem, der das Wissen übernimmt. Weil es als neutraler Moderator, der fachlich zum Beispiel nicht so sehr in dem Thema drin ist, kann ich schwer die Fragen stellen, die jetzt dem Experten noch fehlen, um die Aufgabe ab morgen durchzuführen. Also das sind so zwei Fakten, Vor- und Nachteile davon, das mit dem Moderator zu machen. Es kann auch sein, je nach Aufgabenstellung, wo ich das einsetze, suche ich mir die andere Variante raus. Also beide Varianten noch parallel im Unternehmen bei bestimmten Rollen zu fahren, macht durchaus Sinn. Bei uns war es damals so, bei 5 Leuten hat man gesagt, setzt man nicht noch einen Moderator dazu. Zudem kannten sich die Leute auch ziemlich gut. Gut. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Unternehmensgröße und des Szenarios. Ja, genau. Also, das war bei uns eben ein anderes Szenario, teilweise eben nur mit so einer Hilfsvariante, dass eine ganze Gruppe und nur aus der Gruppe heraus einer zur Verfügung stand als Wissensübernehmender und der Moderator das Ganze dann steuerte. Also es war ein ganz anderes Szenario, das stimmt. Ja, genau. Ja. So, also beide Varianten sind okay. Ich finde diese Idee mit diesem MP3 aufnehmen, diesen,
diesen Sachen relativ stark, weil dort auch implizites Wissen rüberkommt und oft wird noch gesagt, es soll was dokumentiert werden. Und gerade gegenüber dem Aufschreiben hat es meiner Meinung nach relativ große Vorteile. Absolut. Danke. Gut, André, gut, haben wir das Thema erstmal geklärt? Dann würde ich bei Andreas weitermachen. Da sehe ich schon eine Frage noch im Chat. Gibt es Generationsprobleme, wenn Experte, Babyboomer oder Interviewer oder Lernender aus Generation Z ist? Wie kompatibel sollten die sein? Vielleicht kannst du selber nochmal erläutern, woher die Erfahrungen und die Fragen kommen. Ja, ich grüße dich, Dirk. Bin ich gut zu verstehen? Ja, also ich verstehe dich zumindest. Ich habe die Möglichkeit, mal etwas zu zeigen. Ich übergebe mal meinen Bildschirm, wenn das erlaubt ist. Warte mal, da muss ich kurz rüberschalten. Das geht erst, wenn ich es ausgeschalten habe. Warte, ich stopp mal das. Jetzt könntest du es freigeben. Also ich habe, seht ihr mein PDF-Dokument? Na, noch sehe ich es nicht. Du musst Bildschirm teilen, da unten im Zoom machen. Es müsste funktionieren, du musst es aber auswählen. Du musst Bildschirm teilen, das Dokument auswählen. Ist es jetzt sichtbar? Ja, jetzt sieht man es. Also ich habe ja in meinem Studium, was ich gerade mache, ich bin ja in der Generation Babyboomer. Trotzdem habe ich mich damit beschäftigt. Was hier in der Darstellung fehlt, ist die Spalte Generation Alpha und habe also bei den Studien, zum einen hier bei diesem Christian Scholz, als auch bei einem Kollegen Markus Reif, vielleicht kennt er ihn, ist der Bildwechsel, hat der funktioniert? Ja, wir sehen. Also wir sehen jetzt einen Babyboomer, der Ihr seht jetzt da das Tabelle. Attributen der Veteranen, Babyboomer, X, Y, Z und Alpha. Also ich habe in der Diskussion mit Kollegen festgestellt, dass der Wissenstransfer ist eine ganz tolle Methode, aber wie gesagt, da gibt es ein paar Hindernisse, die wir ja heute auch schon herausgestellt haben, die wir gehört hatten. Das war ja einmal das Konkurrenzdenken, haben wir vorhin gehabt. Ich bin konfrontiert gewesen mit dem Thema Wissen ist Macht, ja, wo man dann die Nuss zu knacken hat, dass der Veteran tatsächlich sich bereit erklärt, sein Wissen und seine Kompetenz weiterzugeben, die allgemeinen Sorgen, die jeder so mit sich trägt, und dann kommt auch was dazu, wie steht der Veteran zur Generation Alpha, vertraut er ihm oder hat er Zutrauen? Ja, dem jungen Spund, der will was von mir wissen, ob er das überhaupt packt. Also es gibt eine Menge Dinge, die man da beachten muss, und ich will hier auch weiter das mal nachverfolgen und hoffe dann auch in meiner praktischen Arbeit diese Probleme zu lösen. Ja, und das war damit gemeint. Ich weiß nicht, wie es den anderen Kollegen geht, ob die auch das erkannt haben, dass man beachten muss, wer sitzt da als Experte oder als Lernender davor. Möchte in der Gruppe jemand was dazu sagen, wie die Erfahrungen bei ihm sind zu dem Thema und ob das eine Hürde ist und wenn ja, welche Lösungsansätze man da verfolgt? Ich würde einfach mal das in die Runde geben. Mein Name ist Michelle Becker. Ich hatte letztes Jahr bei uns im Unternehmen das sogar international versucht, das Wissensmanagement zu hinterfragen und auch zu gucken, wie wir das neu und zukunftsträchtig aufsetzen können. Und bin halt auch auf totale Widerstände gestoßen. Und ich erwachse nach dieser eine Tabelle hier der Generation X. Und ich finde es ganz toll, Andreas, dass du das mit uns teilst. Ich sage jetzt einfach mal du. Ja, gerne. Kein Problem. Und habe jetzt auch noch ein bisschen mehr Hintergrund und könnte damit auch noch mal Argumente eben finden, weil sich die Organisation bei uns schon sehr, sehr schwer tut. Es ist ein großes Unternehmen. Und wir haben natürlich alle möglichen Generationen, die wir also denken können, von Babyboomer bis Generation Y und Z. Und von dem her ist es ein wichtiger Aspekt, gerade auf die Kultur auch zu schauen und die Brücken zu bauen zwischen den Generationen. Und die Frage, und das würde mich auch interessieren, wie macht man das am besten? Jetzt kommt der Andreas nochmal. Was ich vorhin vom Dirk, was ich da interessant fand, dein Mitarbeiter-Workshop zur Vorbereitung. Ja, da steckt eine Menge Potenzial drin. Und natürlich das klassische persönliche Gespräch, aber dieser Mitarbeiter-Workshop, der würde alles transparent machen, da würde man das bemerken, ja, wo der Schuh drückt. Und wie bekommt ihr denn die das Go vom Management? Also das Management muss ja erstmal überzeugt auch sein,
dass da vielleicht ein differenzierter Ansatz notwendig ist. Na, da hänge ich mich mal rein. Bei meinem Vortrag hier ging es natürlich darum, das war natürlich damals mein Startup-Unternehmen. Mhm. Das heißt, dieses Thema, das Go vom Management zu kriegen, war nicht das nicht der Punkt. Wir haben das einfach von Anfang, also dann relativ, nee, nicht von Anfang an, aber wir haben es, nachdem zuerst die Probleme aufgekommen sind und wir dieses Projekt hatten, dann komplett einfach durchgezogen. Und wenn das praktisch ein Bestandteil des Dokumentationsprozesses ist, dieser Mitarbeiter-Workshop, dann ist das so, da gehört das Dokumentation dazu, dafür. Ich halte das vor meinen eigenen Kollegen, ne, dafür, und mache die fit, dass die mich vertreten können. Genauso machen die mich fit, dass ich sie vertreten kann und so weiter. Das heißt, wir kommen nie in so eine richtige Sackgasse rein. Und wir hatten natürlich einen großen Vorteil, dass wir hatten ein wachsendes Unternehmen, wo eine positive Zukunft da war, wo erstmal dieser Grundgedanke ist, nicht da ist, ich gebe mein Wissen preis und dann verliere ich meinen Job, ne? Sondern es war eher mehr der Gedanke, je besser ich das geteilt habe, desto eher habe ich mal eine Minute Zeit später in Zukunft oder kann mich neuen Themen widmen. Das war natürlich von der Motivation wichtig, was in größeren Unternehmen ein Problem sein könnte. Aber diese wirklich in die Prozesse implementiert zu haben, dass es also ein Standardvorgehen war, das hat dieses Akzeptanzproblem nach einer Weile erledigt gehabt. Und das Entscheidende ist wirklich das, dass mit den Videos und mit dieser Weitergabe klappt ist, dass man das niemals, was dort ist, gegen den Mitarbeiter verwendet und dass man vielleicht Beispiele, wie gute Präsentationen oder Workshops gehalten werden, irgendwo einen Link im Intranet hinterlegt, was die Leute sich freiwillig anschauen könnte, aber dass man nicht zum Mitarbeiter hingehen und sagt, dein Workshop war aber scheiße, ich habe gestern reingeguckt, ne, so kannst du das nicht machen. Das geht natürlich nicht. Und man hat aber die Motivation, dass keiner sich ja vor seinen anderen Kollegen bewusst hier zum Affen machen möchte. Das heißt, jeder hat die Motivation erstmal selber, das möglichst gut hinzukriegen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und das Entscheidende im Endeffekt, was alle lernen, ist, dass die anderen einen verstehen und vertreten können. Es geht also um den Inhalt, die Sache, dass die rüberkommt und nicht, ob das nun mit besonders tollen Grafiken präsentiert war oder so weiter. Und das zu lernen, das ist vielleicht ein Prozess von 2-3 Monaten. Aber dann wissen die das und dann ist das ein Arbeitsmittel wie jedes andere, wie was weiß ich, einen Prozess aufschreiben oder sein Modul zu dokumentieren. Das haben wir dabei gelernt. Noch ein Punkt zu den älteren Mitarbeitern. Ich habe gelernt, bei ausscheidenden Mitarbeitern, die in Ruhestand gehen, wenn die nicht total frustriert sind im Unternehmen, die sind bereit, ihr Wissen zu teilen, weil von ihnen bleibt was, nachdem sie in Ruhestand gehen. Sie haben nicht umsonst gearbeitet ihr ganzes Leben. So, und dort ist eigentlich die Bereitschaft, Wissen zu teilen, sehr hoch. Allerdings hier, wenn ich dazu jetzt neue Tools lernen muss oder müsste das alles eintippen oder so weiter oder riesen Grafiken erstellen oder mir eine Planung für eine Gliederung machen, dann ist natürlich die Bereitschaft schon wieder deutlich niedriger, weil das sind Zusatzaufwände, wozu ich einfach keine Lust habe. Und da sind solche Methoden, wo diese Hemmschwelle gering ist, meiner Meinung nach der richtige Ansatzpunkt. Daher kam das. Gut. Danke, Dirk, für die Antwort. Vielen Dank. Danke. So. Ich stoppe da meine Bildschirmfreigabe. Ja, hier steht nochmal von der Jenny. Vielleicht, Jenny, kannst du das erklären, dass Leute ein Problem hätten, die Aufnahme anderen zur Verfügung zu stellen, auch wenn sie die nicht kennen? Ja, genau. Und zwar, ich bin hier bei uns im Unternehmen noch nicht ganz, ich sag mal, eingestiegen in das eigentliche Wissensmanagement. Sehe natürlich schon einige Verbesserungsmöglichkeiten, kennen hier auch die Leute schon so ein bisschen, das heißt so ein bisschen. Also ich weiß einfach, dass es Leute gibt, die geben nicht gerne ihr Wissen preis, einfach weil sie weil sie vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder alte Verhaltensweisen von anderen Leuten übernommen haben. Die müssen jetzt nicht unbedingt älter sein, aber trotzdem, dass sie zeitlich total überladen sind, geben sie nicht gerne ihr Wissen preis. Mhm. Und Also das war die eine Sache. Und die andere Sache war, das oder gehört zum Teil vielleicht mit zusammen, ist, ich weiß, dass es Leute gibt, die der Technik nicht so ganz trauen, mehr oder weniger. Und für die wäre es vielleicht kein Problem, jetzt rein hypothetisch gesehen, dass einer Person zur Verfügung zu stellen, die sie da vielleicht kennengelernt haben. Aber wenn das dann
im Unternehmen weiter, ich sag mal, im Intranet umhergeistern kann auf unbestimmte Zeit und dann ist da was von ihnen, dass sie dem skeptisch gegenüberstehen. Zumindest kenne ich solche Leute mit so einem Mindset. Jetzt nicht auf dieses spezielle Beispiel bezogen. Hm. Also ich glaube, da müssen wir dann auch erst mit Überzeugungsarbeit rangehen und die dahin führen, weil ich gehe davon aus, selbst wenn das Management jetzt sagt, das ist jetzt unsere Standardvorgehensweise, weiß ich nicht, wie sie damit umgehen würden. Also gibt es aus der Gruppe dazu Meinung, Hinweise, Tipps? Ich glaube, das liegt einfach daran, wie man selbst auch gestrickt ist. Es gibt bei den älteren Mitarbeitern, und huhu, ich gehöre übrigens dazu, und ich kann Mindmap, Dirk. Es gibt Kollegen in meinem Alter, die möchten mit so neumodischem Zeug wie MP3 und wir machen sogar kleine Filmchen, die dann unter dem Motto Now You Know laufen. Das sind auch ganz kurze Sequenzen, 5 Minuten, 10 Minuten. Die wollen damit nichts zu tun haben. Die möchten sich nicht irgendwo im Video sehen, die möchten sich auch nirgendwo hören, sind aber trotz alledem immer wieder gern bereit, ihr Wissen weiterzugeben, wenn sie es erzählen können. Und ich glaube, wenn wir da weiter am Ball bleiben und das nicht so offensichtlich mit diesen MP3s machen, sondern das so ganz nebenbei laufen haben, dass wir dann auch das weitergeben können. Ich glaube, das ist eine ganz gute Methode, weil zum Erzählen habe ich sie bisher immer bekommen. Und für diejenigen, die es wirklich wollen, da hilft auch dieses persönliche Engagement. Wenn du Menschen zeigst, wie sehr dieses Thema dich anfasst, wie emotional du dabei bist, dass es gut rüberbringen kannst, gut verkaufen kannst, ich glaube, dann hilft das auch. Es hilft einfach bei den Aufnehmenden zu sehen, wie steht jemand hinter seinem Thema. Insofern ja, bin ich bei dem Interview, finde ich ganz toll. Ich habe es mir auch notiert. Ich glaube, da werden wir eine ganze Menge mitmachen noch. Also gut, ja. Die Erfahrung ist auch, meine persönliche, das sind Einzelinterviews, ich also auch besser dann durch die Wertschätzung wahrscheinlich auch, die man dem anderen entgegenbringen kann, nochmal anders, dass das besser funktioniert und auch die Informationsdichte dann nochmal eine andere ist. Also bei einem Workshop ist es, also ein Interview kann ich auch auf einer kleinen Ebene machen, da brauche ich jetzt nicht unbedingt mein Management dazu. Wenn ich einen Workshop mache, dann ist es schon wieder eine größere Sache, wo ich auch dann, oder auch interdisziplinär, also verschiedene Abteilungen zusammenbringe, dann brauche ich da halt noch ein bisschen mehr Vorbereitung dazu und eben auch den Management-Support. Während ein Interview erscheint mir echt leichter auch, und das ist auch meine Erfahrung in der Praxis, dass das leichter funktioniert. Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Ich habe das bei diesen Workshops bewusst mit diesen 2 Mitarbeitern gesagt, ne, dass die mindestens 2 zusammenkriegen. Im Grunde genommen ist das ja auch ein Interview, wo ich meine 2 Nachfolger, denen die Fragen beantworte, ne, oder 3 Leute, die interessant sind. Das heißt, da hatten wir als Management, haben teilweise gar nicht mitgekriegt, wenn die stattgefunden haben. Ne. Das gehörte einfach dazu. Und es ging einfach darum, dass hier die Stufe kommt, dort muss was gezeigt werden. Entweder am Rechner, als Gegenstand, als Konzept oder ähnliches, was ich in den MP3 nicht reinkriege. Aber ansonsten war das genauso eine kleine Runde, vielleicht wie bei einem Interview. Und ich kriege diese Emotionen hier, die wir ja bei diesen Interviews haben, dort, wenn die das gewöhnt sind, auch mit drüber, weil der stellt ja seine Lösung, sein Projekt sehr zeitnah dann dar und erklärt das seinen Kollegen, ne, mit der entsprechenden Begeisterung, was er sich überlegt hat, und die fragen dort nach. Und deswegen, so groß ist der Unterschied auch nicht. Dort ist die Hemmung ein bisschen größer, wirklich wegen der Videoaufzeichnung am Anfang. Und dort habe ich selber auch bei Kunden dann mitgekriegt, wenn man dort am Anfang Leute nimmt, die eher schlecht präsentieren können, dann hilft das extrem für die Akzeptanz dieser Methode.
Also je besser die Anfangsleute sind, desto schlechter wird es bei den anderen akzeptiert, weil die denken, das ist der Maßstab für die Qualität. Wenn man dort mit den Schwächeren anfängt, die aber trotzdem ihre Inhalte rüberbringen und das den Nutzen bringt, dann sagen die anderen, so gut wie der kann ich das auch oder so gut wie die, und die Hemmung geht relativ schnell verloren. Was Jennifer noch ganz im Internet gebracht hat, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der ein Riesennachteil von MP3s und von Videos ist, ich kann nicht einen Satz ändern, weil sich ein Inhalt geändert hat oder veraltet worden ist oder ein Vorgehen anders geworden ist. Das geht bei Videos und MP3s ganz schlecht, es sei denn, ich schneide dort irgendwas raus. Das heißt, dort ist es viel eher so, dass ich mal so ein Ding, wenn es veraltet ist oder nicht mehr aktuell ist, wegschmeißen muss und neu erstellen, als das vielleicht bei einem Text der Fall ist. Das ist einer der Nachteile von diesen, ich sag mal, Streaming-Medien. Das wollte ich jetzt nicht draußen vorlassen, weil mir das eingefallen ist, wo Jenny das erwähnt hat. Gut. Ich muss mal nach den weiteren Fragen gucken. Oder gibt es noch zu dem Thema was? In der Zwischenzeit, wo ich hier suche, würde ich Kim noch mal fragen, dieses Now You Know, wie macht ihr das mit den Videos, die Themen raussuchen und dann das erstellen? Wir gehen im Moment durch einen sehr starken Veränderungsprozess in der Firma, durch Merger, durch sehr viele Arbeitspakete, die von einer Ecke in die andere geschoben werden. Und zu jedem einzelnen Themenbereich, ob das jetzt mal eine Organisationsveränderung ist oder auch eine Information darüber, wie arbeitet eigentlich eine Abteilung in dem hinzugekommenen Bereich, werden ganz kleine Snippets aufgenommen, kleine Videos aufgenommen, wo ganz grob erzählt wird, wie arbeiten wir, mit wem arbeiten wir, und dann wird das Ganze dann einmal live gesendet und dann auch im Intranet hinterlegt. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil man kann immer wieder da reingehen und sich diese kleinen Filmchen ansehen. So wie wir es heute eigentlich auch machen, wir nehmen das Ganze auf und wenn ich dann Zeit habe, kann ich mir das nochmal ansehen. Hat den großen Vorteil, dass man, wenn man international organisiert ist, natürlich auch keine Rücksicht mehr nehmen muss auf die Zeitzonen. Das ist also auch sehr, sehr, sehr gut aufgenommen worden von Kollegen, die also überall verteilt sind. Gut. Also ganz vielen Dank erstmal. Ich wollte noch einen Zwischensatz jetzt bringen. Wir haben unsere Stunde rum. Also jeder, der gesagt hat, er macht eine Stunde, kann jetzt gerne aufhören. Ich würde trotzdem noch also jetzt versuchen, die Fragen durchzugehen. Und wer gerne dabei bleiben möchte, bleibt dabei. Aber ich würde es auch doof finden, die offenen Fragen jetzt stehen zu lassen. Also machen wir das. Und wer sagt, er ist eine Stunde dabei, der kann es sagen, okay, das ist es jetzt gewesen. Aber die Fragen dauern noch ein paar Minuten, wie ich sehe. Die Kala hat hier geschrieben, wie erreicht man, dass der Fachexperte das Video zum richtigen Zeit im passenden Zusammenhang auch aufruft. Vielleicht will jemand aus der Gruppe was dazu sagen. Meine kurze Antwort ist, man weiß gar nicht ganz genau, aber wenn der ein paar Mal positive Erfahrungen hatte und hat Hilfe gefunden in überschaubarer Suchzeit, dann machen sie das, wenn sie oft fehlgesucht haben oder nur Themen gefunden haben, die nicht gepasst haben, dann finden sie wahrscheinlich auch die gut passenden Videos eher selten. Man muss also gucken, dass die Dinger gefunden werden, wäre meine Antwort, und dass die Erfolgserlebnisse bringen. So, ansonsten kann das ein komplizierter Prozess werden. Aber wie ist die Erfahrung von anderen? Gibt es da noch andere Meinung, Hinweise dazu? Wir haben bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern so einen kleinen Laufzettel erarbeitet, wo wir dann eben auch aufschreiben, in welcher Phase der Einarbeitung sollte sich welche Informationen angelesen werden, welche Abteilung besucht werden zu einer kurzen Infosession. Also, und da könnten jetzt diese kleinen Videos oder MP3s natürlich auch wunderbar mit eingearbeitet werden. Und ob es dann zur richtigen Zeit passiert, das kann man dann auf diesem Einarbeitungsplan dann natürlich so auch takten. Und wenn das dann einmal angesehen worden ist, dann ist auch das Konzept dahinter verstanden und kann dann immer wieder hervorgeholt werden. Cool.
Ganz vielen Dank. Ich sehe ja noch von Carsten, die hier, dass die Unternehmensführung das mitträgt und deinen Ansatz dazu möchte ich noch kurz erläutern. Carsten, bist du da noch? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade den Mund voll, Entschuldigung. Ach so, gut. Dann könnten wir ja erstmal mit der Michelle weitermachen. Wie bekomme ich am besten die Zustimmung des Managements? Vielleicht sagst du dein Thema nochmal kurz und dann gehen wir zu Carsten nochmal zurück. Mhm. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Problem ist, gerade bei einem großen und internationalen Konzern und interdisziplinär, da auch das Gehör darauf zu bekommen. Jetzt hat die Kim schon geantwortet darauf, im Chat auch, und wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ja, ich denke, was ich auch gemacht habe, ist einfach aufzuzeigen oder angefangen habe aufzuzeigen, was denn eine mögliche Suchzeit bedeutet. Also einfach und dann eben das mal hochgerechnet, um da irgendwie so ein Art Business Case hinzubekommen, weil ja je nach Generation das Management halt da schon auch sehr, oder je nach Typ, nach Management-Typ auch sehr drauf auf die Zahlen guckt. Und am Ende muss es ja zielführend sein. Und genau. Also das ist der ein bisschen steiniger Weg, sag ich mal, je nachdem, wen man vor sich hat. Und das dann auch in eine große Runde zu bringen. Also von einem kleinen, vielleicht von einer kleinen Zelle aus auch einfach wachsen zu lassen. Das ist vielleicht auch noch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Dass ich einfach auch klein angefangen habe und mit den Erfahrungen dann halt weitergegangen bin. Aber vielleicht gibt es da aus dem Kreis noch andere Ideen auch. Gibt es noch weitere Erfahrungen dazu? Also was vielleicht ein schwieriger Weg ist, ist immer zu versuchen, das jetzt ausrechnen zu lassen, welche Suchzeiten ich spare und so weiter, weil ich das ja wirklich nur spare, wenn der Inhalt mir wirklich weiterhilft oder wenn oder diese offenen Methoden sind häufig so, die muss man mal erlebt haben, eventuell auch als Management, um ein Gefühl zu bekommen, warum die effektiv sind, warum die auch die Mitarbeiter wesentlich stärker involvieren als andere Themen. Vielleicht einfach mal bei so einer offenen Methode oder so einem World Café das fürs Management mit einem geeigneten Thema zu machen oder einen der Vertreter dort mit drin zu haben, der dann für Befürworter wird. Das sind so gute Ideen. Das in Heller und Pfennig umzurechnen. Ich meine, das ist häufig sogar Kaffeesatzleserei, das vom Abschätzen, weil den wirklichen Effekt, den man durch mehr Motivation der Mitarbeiter hinbekommt, zu in Heller und Pfennig umzurechnen, ist viel mit Kreativität verbunden und eigentlich nicht so richtig belastbar, aber natürlich sehen die Zahlen gerne. Am besten ist, die Leute dadurch zu begeistern, dass sie selbst mal mitgemacht haben, wenn man das irgendwie hinkriegt. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Ja. Also da könnte ich auch noch was dazu sagen. Hier ist die Jenny. Und zwar, was ich habe auf der Arbeit jetzt noch nicht ganz, ich bin ja auch gerade erst in der Weiterbildung, habe ich die Weiterbildung mit der SGD zum Business Manager angefangen. Ich bin also von der Arbeit her noch nicht ganz in das Thema eingestiegen und habe auch noch nicht ganz so die Kapazitäten freigeschaufelt bekommen. Aber was ich bisher gesehen habe, was hilft, ist, wenn man einfach Beispiele nimmt, wo etwas schiefgelaufen ist deswegen und da eben sagt, also vielleicht nicht einfach in Zahlen ausdrückt, sondern das und das hätte vermieden werden können, wenn. Oder da hätten wir einen Versuch fast doppelt gemacht. Und hätten wir 3 Ingenieure und 2 Qualitätsleute nochmal für X, Zeit X eingebunden. Und da habe ich schon gesehen, dass es da schon positive Resonanzen gibt. Und da hoffe ich, weiterzukommen. Genau, nur mal so ein kleiner Input. Von Carsten, da haben wir jetzt gleich 2 Themen. Also seine Wissenswanderung kommt weiter unten. Und hier oben das mit der Unternehmensführung mittragen. Vielleicht willst du für beides gleich mal den Input geben. Ja, könnt ihr mich verstehen? Also ich verstehe dich, vermute ich mal die meisten auch. Ja. Gut. Also diese Geschichte mit der Unternehmensführung ist insofern manchmal etwas kritisch, wenn in solchen Interviews auch Wissen angesprochen wird, was, naja, ich sag mal, auch produzierenden Betriebe gibt es das, aber auch, denke ich, in fast allen anderen Betrieben
ja nicht so ganz richtlinienkonform oder naja, ja, so ein richtig praktisches Wissen, wo man einfach sagt, das ist so ein Kniff, so ein Dreh rauskommt und das eventuell auch kritisch gesehen werden könnte. Mhm. Dann wird es schwierig. Ne? Dann müssten wir das was rausschneiden aus so einer Aufnahme oder auf andere Weise transportieren oder eben in dem Interview ganz rauslassen und danach irgendwo anders platzieren. Das müssen wir vielleicht im Vorfeld schon bedenken. Und die zweite Geschichte, Wissenswanderung, das haben wir jetzt versucht, verschiedene Teams einfach zusammenzubringen. Eigentlich eine gesundheitsfördernde Maßnahme im Gesundheitsmanagement. Aber es hat sich gezeigt, dass auch da ganz konkret natürlich Wissen getauscht wird. Und interessant ist, dass hier auch die generationsübergreifende Wanderung möglich ist. Also wenn die kommen wirklich die Jungen mit den Alten ins Gespräch und ich glaube, das ist schon mal ein Mehrwert an sich, wo ganz viel Wissen auch getauscht wird, gar nicht so zielgerichtet, sondern manchmal ganz überraschenderweise, da habe ich so einen aktuellen Fall, ach, das kenne ich aus meinen zurückliegenden Jahren und das habe ich selber miterlebt. Also es war eher eine Gesundheitsmanagement-Geschichte, die dann jetzt auch Wissensmanagement-Ansatz gezeigt hat. Gut, also vielen Dank. Also du hast auch ein wichtiges Thema angesprochen, das ist nicht richtlinienkonforme Wissen. Das hat meiner Meinung nach noch zwei Bereiche. Das eine ist, was nicht richtlinienkonform ist, was aber im Unternehmen so gemacht wird und wer wichtige Tipps sind. Da muss man sich vorher klar werden, aus welchem Grund können solche Tipps nicht auch in einem Video mit enthalten sein. Da gibt es gute Gründe dafür, warum das nicht geht. Dann kann man es nicht machen, dann müsste man es rausschneiden, extra machen. Teilweise kann man auch sagen, okay, das wird so gemacht und es ist trotzdem ein wichtiger Tipp und kann mit rein. Das hängt ganz stark mit der Verwendung dieser Videos und MP3s zusammen. Und dann gibt es das wirkliche Wissen, das kann ich nun wirklich nicht in ein Video bringen. Man stellt sich bloß vor, es kommt jemand neu in eine Abteilung und der kriegt gesagt, okay, wenn Bayern München verloren hat, dann ist der Vorgesetzte nicht auszustehen. Na, lass das an dem Tag, den zu fragen. Das sind natürlich Sachen, die kann ich nicht in ein Video bringen und im Intranet hinterlegen. Das heißt, gerade solche persönlichen Sachen gibt es auch wirklich welche, da würde ich sagen, das passt dort nicht rein. Ist aber durchaus wichtiges Wissen innerhalb vom Unternehmen, was bloß mündlich übertragen werden kann. Das ist mir noch bei dem nicht konform eingefallen, dass es dort diese zwei Unterschiede vielleicht noch gibt. Gabriele hat immer so ein schönes Beispiel mit Cloud-Teilen, die hier den Serviceprozess vereinfachen, weil aus aktuellen Maschinen, die in der Produktion sind, Teile rausgeklaut werden, um das anderen Kunden, wo was kaputt gegangen ist, zu geben. Und das ist natürlich auch in keinem Prozess drin. Wird aber gemacht und ist fürs Unternehmen relativ wichtig. Also solche Sachen sind die nicht konformen Sachen. Und da muss man gucken, ob das hier ein Video passt oder nicht. So, hat jemand noch ein Thema, noch eine Frage, die er eingesetzt hatte, die noch geklärt werden könnte oder ein gutes Beispiel, wo er denkt, das könnte für die anderen hilfreich sein? Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Tschüss, macht's gut. Gut, in Ordnung. Dann, ich habe auch das Gefühl, wir sind jetzt beim Ende der Fragen angekommen. Würde mich bei allen bedanken, die so lange geblieben sind. Wenn es noch eine Frage gibt, dann wäre das die Chance, die jetzt noch zu stellen. Und ansonsten bedanke ich mich und hoffe, es hat allen etwas geholfen.